Die Hälfte der Bevölkerung ist unzufrieden mit dem aktuellen Körper. Jedes überzählige Fettpolster ist schlecht für unseren Körper und kann weg. Eine Realität zuerst: Fett kann nicht gezielt abgebaut werden. Das heißt, dass man nur zum Beispiel an dieser einen Stelle das Fett abbaut. Allerdings kann der gesamte Fettabbau, der kann beschleunigt werden. Und daher auch immer wichtig, der sogenannte Körperfettanteil, also das relative Verhältnis vom eigenen Körperfett zum Gesamtkörper. Und der Körperfettanteil, der bestimmt auch das Aussehen. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch verständlich und korrekt aufklären über Erkrankungen, Symptome dieser Erkrankung, Ursachen dieser Erkrankung und natürlich unseren Lebensstil, der eng immer damit verknüpft ist. Risikofaktoren, aber auch natürlich das Thema Ernährung, Sport. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Ziemlich genau 50%, die Hälfte der Bevölkerung ist unzufrieden mit dem aktuellen Körper, wie sie aussehen. Das mit dem eigenen Gewicht. Damit sind die Hälfte von uns unzufrieden. Ob das aus gesundheitlichen oder optischen Gründen passiert, ist zunächst einmal ja unwichtig. Denn jedes überzählige Fettpolster ist schlecht für unseren Körper und kann weg. Häufige Fehler beim Abnehmen, die die meisten von uns machen, sind erstens, die Kalorien werden falsch eingeschätzt und zwar immer unterschätzt. Zweitens, ein falscher Mix der Makronährstoffe, also Proteine, Kohlenhydrate, Fett. Drittens, zu wenig und falsch trinken. Viertens, zu wenig oder zu viel Sport. Und fünftens, Ungeduld. Zum Thema Ungeduld einmal: Planen Sie bewusst langfristig, ignorieren Sie kurze Rückschläge, auch kurzfristige, schnelle Ratschläge ignorieren, verzichten Sie vor allem auch auf Schockdiäten mit weniger als 1000 Kalorien am Tag. Und stattdessen bitte ändern Sie lieber langsam, aber dafür stetig Ihre Einstellung und Ihren Umgang mit Essen, mit Ihrem Gewicht, mit Ihrer Gesundheit. Sehen Sie es wie ein Marathon, beziehungsweise, und so mache ich es, ich sage mir, dass ich so oder so fit sein möchte, aussehen möchte, beziehungsweise das und das sportliche Ziel habe, und zwar mit 60 Jahren, wenn ich 60 bin. Und so lebe ich jetzt, sodass ich es mit 60 dann habe. Das heißt, ich arbeite jetzt an meiner grundlegenden Einstellung, an meiner grundlegenden Ernährung und versuche nicht schnell irgendwie einen Effekt zu haben für zum Beispiel den nächsten Sommer oder die nächste Party, sondern dauerhaft so zu leben, dass ich mir halt sage, mit 60 schaffe ich es zum Beispiel noch einen Triathlon zu machen. Warum haben wir dieses lästige Körperfett? So, und warum haben wir nun dieses Fett, das wir nicht wollen, das komisch aussieht? Fett ist für unseren Körper die Möglichkeit, Energie für schlechte Zeiten einzulagern. Fett ist wichtig. Immer wenn wir mehr Energie über die Nahrung zu uns nehmen, als wir eigentlich verbrauchen, legt der Körper Fettpolster an. Wenn wir also im Kalorienplus sozusagen sind. Aus diesen Reserven bedient sich dann unser Körper, wenn wir plötzlich ganz viel Energie verbrauchen oder dem Körper keine neue Energie mehr zuführen. Und früher, also ganz, ganz früher, war das in Zeiten unsicherer Lebensmittelversorgung noch nützlich. Klar, brauchten wir das. Heute sind die Fettpolster lästig und sollten natürlich verschwinden. Heutzutage brauchen wir das nicht mehr. Wir haben ja einen Supermarkt, wir können alles immer einkaufen. Um Fett zu verlieren, sollten Sie also langfristig weniger Kalorien zu sich nehmen, als der Körper verbraucht, in ein Kaloriendefizit kommen. Und ich gebe jetzt einmal 5 Tipps, die den Stoffwechsel zusätzlich auf Fettverbrennung trimmen und Ihre Fettpölzerchen wirklich schmelzen lassen können. Tipp Nummer 1, gezielte Ernährung. Und ganz klar, dass das der Tipp Nummer 1 ist. Tipp 1 greift dabei genau an dem Punkt an, der für das eingelagerte Fett überhaupt erst verantwortlich ist. Man kann nicht Fett auf dem Körper haben oder dick sein, ohne sozusagen es vorher zu sich genommen zu haben. Unsere Ernährung, die zugeführten Kalorien, die bestimmen maßgeblich, wie viel Fett unser Körper einlagert. Das ist so. Dabei gibt es gleich aber mehrere Tricks, die uns helfen können, etwas Gewicht zu verlieren und dabei besonders die Fetteinlagerungen abzubauen. Kohlenhydrat- und fettreiche Nahrung, die sorgt nämlich dafür, dass unser Stoffwechsel verlangsamt wird. Ich gehe gleich auch noch auf die Makronährstoffe ein. Kohlenhydrate haben viele Kalorien und erhöhen den Insulinspiegel, sind also eine absolute Stoffwechselbremse. Das ist halt oft ein Fehler. Man weiß gar nicht so richtig, was bedeuten diese Makronährstoffe, welche Rolle haben die. Besonders schlecht sind dabei die einfachen Kohlenhydrate aus Weizenprodukten und Zucker. Diese benötigt der Körper auch nicht. Wer jetzt also besonders ehrgeizig an die Sache herangeht, hochmotiviert ist, kann diese Produkte, sollte diese Produkte ganz vom Ernährungsplan streichen. Fette enthalten von allen Nährstoffen
am meisten Kalorien, sind also eine mögliche Einsparquelle. Ist aber wichtig zu betonen, es gibt auch gesunde Fette und ich verlinke hier einmal ein Video zum Thema Fit durch Fett. Und auch ich nehme bestimmte Fette ganz gezielt zu mir, beispielhaft Omega-3-Fettsäuren. Also Fett ist nicht gleich Fett. Der Verzicht auf Kohlenhydrate und ungesunde Fette, also zum Beispiel Pommes, die frittiert sind, senkt insgesamt die Kalorienzufuhr und lässt Sie leichter im Kaloriendefizit bleiben. Als Alternative können Sie auf Vollkornprodukte, vor allem auf eiweißhaltige Produkte zurückgreifen. Also es gibt Alternativen. Dinkelbrötchen, Dinkelnudeln, Vollkornreis etc. Und zur eiweißreichen Ernährung ganz gezielt sage ich gleich noch was. So, und jetzt aber kurz zu meinem Ratgeber. Jeder, der diesen Ratgeber noch nicht hat, den gibt es auch in limitierter Version als Buch. Und das ist der vierte Ratgeber. Und da geht es ganz gezielt um die Ernährung, um die Nährstoffe, auch die Supplements beim Thema Abnehmen, aber auch beim Thema Muskelaufbau. Das alles hier auf fast 200 Seiten beschrieben, auch mit Studien hinterlegt, damit Sie genau wissen, wie viel können Sie zu sich nehmen und was sollten Sie zu sich nehmen. Also gerne einmal in meinen Shop reinschauen. Tipp 2, Fettkiller-Getränke. Die gute Nachricht ist, dass wir durch die Wahl unserer Getränke einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Fettverbrennung nehmen können und damit wirklich auch Gewicht verlieren können. Getränke werden oft völlig vernachlässigt, völlig unterschätzt. Und eins der Getränke weist in den Studien sogar eine um fast 25% verstärkte Fettverbrennung auf und ist daher auch dementsprechend sehr empfehlenswert. Man muss es nur trinken, man muss es quasi nur wissen. Was ein Getränk als Fettkiller-Getränk auszeichnet, ist total unterschiedlich. Fest steht allerdings, dass meine Tipps jetzt alle eine Auswirkung auf den Stoffwechsel haben. Alle die Fettkillergetränke, die ich jetzt einmal erwähne. Und Fettkillergetränk Nummer 1 ist Wasser. Wasser anstelle von kalorienhaltigen Getränken ist wirklich die beste Variante, um abzunehmen. Trinken Sie Wasser. Bestellen Sie Wasser, keine Fanta, keine Sprite, kein Sirup oder irgendwie sowas. Im Durchschnitt nehmen wir nämlich immer noch Hunderte von Kilokalorien nur durch Getränke zu uns. Die häufig als Fitnessalternative beworbenen Light-Varianten sind da übrigens keine Hilfe. Warum? Denn sie steigern sogar den Hunger und erhöhen damit langfristig unsere Kalorienaufnahme. Also im Light-Getränk, ja, da ist jetzt weniger Kalorien drin, weniger Zucker oder kein Zucker, aber sie machen ein anderes Problem. Sie führen zu Hunger. Daher als allererste Maßnahme zum Abnehmen sollte die Trinkmenge und zwar von Wasser erhöht werden. 2, 3 bis zu 4 Liter am Tag sind dabei ein guter Richtwert und Sie sollten sich wirklich so lange dahin trainieren, bis diese Menge jeden Tag erreicht wird. Also schrittweise erhöhen Sie das. Und Tipp Nummer 2, grüner Tee oder auch Matcha-Tee. Es hat sich in dieser Studie zum Beispiel gezeigt, dass die absolute Fettverbrennung bis zu 20-25% angestiegen ist. Das führt dann natürlich auch zwangsweise dazu, dass sich der Anteil an Körperfett verringert und zwar um bis zu 16% im Vergleich zu Teilnehmern der anderen Versuchsgruppe. Egal wo die Zahlen sind, wir wissen, grüner Tee, Matcha-Tee kann den Stoffwechsel in Schwung bringen und beim Abnehmen helfen. In letzter Zeit hat sich darum ja auch ein richtiger Hype entwickelt um die Superfood Matcha-Tee. Viel davon hält Matcha-Tee auch tatsächlich ein. Matcha-Tee wirkt antioxidativ, entschlackend und für uns vor allem interessant in dem Zusammenhang jetzt, es erhöht den Fettabbau. Und tatsächlich, ich mache es auch. Ich trinke jeden Morgen immer einen Matcha-Tee, einen kalten Matcha-Tee und man sagt ja auch, der hat so das 3- bis 4-fache an Koffein im Vergleich zu einem Espresso. Bringt dann also richtig in Schwung. Bevor man sie jetzt aber mit den Zutaten eindeckt, empfehle ich allerdings, den Tee erst einmal zu probieren. Denn neben dem besonderen Geschmack, und da gibt es verschiedene Arten von Geschmack, benötigt man auch so spezielle Utensilien. Die hat nicht gleich jeder zu Hause, also eine Art Schneebesen vielleicht auch. Aber gerne probieren Sie das mal aus. Tipp Nummer 3, Kaffee. Wobei, wer dabei zu Milch oder sogar Kaffeesahne und Zucker greift, kann seine Kalorienbilanz mal ganz schnell unbemerkt um ein paar hundert Kilokalorien auch wiederum erhöhen. Also schwarzer, ungesüßter Kaffee kann dafür sorgen, dass die Fettverbrennung ansteigt. Ich muss aber zugeben, ich selber kann Kaffee ohne Milch nicht trinken. Aber gut, irgendein Laster muss man sozusagen haben. Aber es geht um schwarzen Kaffee, der ist sozusagen gut. Und in diesem Versuch hier zeigte sich nämlich, dass Kaffee, schwarzer Kaffee, vor leichten Sporteinheiten dafür sorgt, dass die Fettoxidation signifikant ansteigt. Das führt für die Forscher zu dem Ergebnis, dass Kaffee und leichter Sport im aeroben Bereich eine super Kombination sind, um Fett zu verbrennen. Also hier geht es um eine Kombination von Ernährung, Trinken und Sport, zum Thema Sport kommen wir natürlich gleich auch noch. Tipp Nummer 3, erhöhen Sie Ihre Proteinzufuhr. Eiweiße oder auch Proteine finden sich vor allem in Fleisch, Milchprodukten, Eiern oder eigens hergestellten Nahrungsergänzungsmitteln wie Proteinpulver zum Beispiel.
Und die sollten definitiv auf Ihrem Ernährungsplan landen, Proteine. Denn Proteine sind Ihre besten Unterstützer auf dem Weg zur Strandfigur, zum Abnehmen, zum Sixpack, zum weniger Körperfett. Sie helfen nämlich gleich mehrfach gegen das Körperfett. Proteine enthalten weniger Kalorien als Kohlenhydrate oder Fette und sie sättigen länger, weil der Körper länger braucht, um sie abzubauen. Der Körper muss schon Energie aufbringen, um Nahrung zu verarbeiten, um die Proteine zu verarbeiten. Das nennt sich Thermic Effect of Food und ist bei proteinreicher Ernährung besonders groß. Also werden die ersten Kalorien schon verbrannt, während sie eigentlich noch beim Essen sind. Ähnlich ist es zum Beispiel, ich hatte ja gerade gesprochen über das Wasser, wenn Sie ein kaltes Glas Wasser nehmen. Dann muss der Körper das sozusagen erst noch aufwärmen. Zurück zu den Proteinen. Gleichzeitig versorgen Proteine auch die Muskeln und schützen diese davor, abgebaut zu werden, wenn auch das Fett abgebaut wird. Das ist ja oftmals das Problem. Man verliert nicht nur Fettmasse, sondern auch Muskelmasse. Und die Muskeln selbst spielen auch eine entscheidende Rolle bei ihrem Kampf gegen das Fett. Gehe ich gleich noch drauf ein. Tipp Nummer 4, Heißhungerattacken gezielt vermeiden. Jetzt aber kurz zu den Heißhungerattacken. Auch dieser Punkt kommt immer viel zu kurz und ist meist wirklich der Zerstörer, finde ich, der ganzen Arbeit, wenn man auf alles schon achtet. Wieso bekommen Sie Ihren Heißhunger nicht in den Griff? Ja, Heißhungerattacken sind unvermeidbar, aber führen gerade dazu, dass viel Zucker zugeführt und dann als Fett eingebaut wird. Heißhungerattacken sind sozusagen Zuckerlieferanten. Gerade Heißhungerattacken machen oft vieles kaputt, was vorher durch Disziplin, durch eine Diät versucht haben, sie einzusparen. Heißhunger auf Süßes oder Ungesundes kennt ja fast jeder. Ein wirkliches Bedürfnis aber, ein Muss sozusagen, sind diese Attacken nicht, denn unser Überleben hängt in diesen Situationen ganz sicher nicht von einem Schokoriegel oder einem Becher Eis ab. Es ist mehr so eine innere Zwang, eine innere Motivation, die man vielleicht da sucht. Unser Körper sendet uns unmissverständliche Signale. Wir können in diesem Moment oftmals gar nichts dafür, sondern tatsächlich physiologisch, hormonell schreit unser Körper gerade nach etwas Leckerem. Wie gesagt, für viele Menschen sind Heißhungerattacken leider unvermeidbar. Die sind wirklich ganz stark. Man kommt gar nicht dagegen an, obwohl man sogar weiß, dass es schlecht ist. Der entscheidende Punkt ist, wie Sie damit also umgehen. Und leider gibt es hier keine einfache Lösung für Heißhungerattacken. Es gibt keinen mentalen Trick, kein magisches Heilmittel. Ich habe aber ein paar Tipps für Sie. Während einige Menschen lernen müssen, den Konsum zu kontrollieren, sich wirklich zu zwingen, kann es für andere Menschen am besten sein, diese Nahrungsmittel vollständig zu meiden. Wenn Sie wissen, Sie haben Heißhunger, dann wirklich konsequent sagen, nehme ich nicht. Mein Tipp, bei Heißhunger einen gezielten Proteinriegel, Proteincookie oder Nüsse essen. Ja, das alles hat Energie, aber hat gleichzeitig einen Nutzen. Und Schokolade hat nur Energie und Zucker. Nüsse haben zwar auch Energie, aber zum Beispiel sind noch reich an Nährstoffen, Omega-3-Fettsäuren etc. Also sie liefern sozusagen noch was Positives und gleichzeitig sättigen sie auch sehr gut. Proteine sättigen ja sehr gut, was ich davor bei dem Tipp gesagt habe. Und immer natürlich auch sehr gut, einen Apfel essen, anstatt zur Schokoladenpackung zu greifen. Und bei Heißhunger, dieser Tipp auch, ein großes Glas, am besten kaltes Wasser trinken. Tipp Nummer 5, Muskeln aufbauen. So, und jetzt weg von der Ernährung, Muskeln aufbauen. Denn Muskeln verbrauchen eine Menge Energie. Nicht nur der Sport, bei dem die Muskeln antrainiert werden, klar, sondern auch die Aufrechterhaltung der vorhandenen Muskelmasse kosten Energie. Das eine, was wir davor besprochen haben, war sozusagen die Energiezufuhr. Die muss man reduzieren, um ein Energiedefizit zu kommen. Aber auch den Energieverbrauch kann man erhöhen. Und Muskeln steigern den Grundumsatz des Körpers automatisch. Und das führt dazu, dass weniger neues Fett eingelagert wird und vorhandenes schneller benötigt wird. Also wer mehr Muskeln hat, lagert sozusagen weniger Fett ein. Deswegen mein dringender Tipp an alle, die jetzt ihr Fett loswerden wollen. Keine Angst vor Hanteln, vor Gewichten, vor Krafttraining. Trauen Sie sich ruhig und lassen Sie Ihre Muskeln das Fett von alleine verbrennen. Und als Schmankerl empfehle ich immer mal wieder so alle 14 Tage, also so 2-3 Mal im Monat, ein Intervalltraining einzubauen, beziehungsweise ein ganz gezieltes High-Intensity-Training, zum Beispiel Intervalltraining auf dem Fahrrad, Rudergerät, beim Joggen. Warum? Weil das die Muskeln neu reizt, einen sehr guten Nachbrenneffekt hat und sie auch immer wieder aus der Komfortzone holt.
Aber halt, ganz wichtig, nicht zu oft machen, da gerade dieses HIIT-Training für den Körper sehr belastend sein kann und dann eher zu Verletzungen, Ermüdungserscheinungen, auch zu Infekten kommt. Das Immunsystem geht da ein bisschen runter. Deswegen nicht öfter als so 2-3 Mal pro Monat. Aber ab und zu, das ist definitiv empfehlenswert. Gerne kommentieren Sie jetzt das Video einmal. Das waren meine Tipps zum Abnehmen, zum Körperfett verbrennen. Versuchen Sie das mal umzusetzen und schreiben Sie gerne einmal unter das Video, wie Ihr Erfolg dabei so ist. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.